Moin Moin, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und ich befinde mich im Slytherin-Trakt, bin gerade aufgestanden. Oh ja, passt mal auf. Kann man zur Eule auch gehen? Kann auch lesen. Kommen Sie zu mir, ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Professor Fig. Ja, Professor Fig. Selten dummer Name eigentlich, aber egal. Ein bisschen vierte Klasse Niveau. Dann lass mal hingehen zu Professor Fig und schauen, was er uns zu sagen hat. Also ich bin immer noch hellauf begeistert von dem Spiel, weil einfach das so detailliert alles ist und gerade das Schloss ist natürlich da. Man muss zugeben, das Schloss ist so der heimliche Star hier in dem Spiel, denn es sieht einfach nur gut aus. Also kann man sagen, was man will. Da sollte ich wohl lieber nicht hoch. Why not? Okay, da können wir noch nicht hoch. Dann gehen wir hier hoch. Hab mich jetzt gewundert. So, ich laufe da jetzt mal hin. Ich könnte natürlich auch unseren Flohzauber benutzen. Aber ich will auch gerne mal noch ein bisschen was erforschen hier. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, man findet viele Sachen, kann man entdecken hier. Die müssen natürlich irgendwas bringen, aber... So. Boom. Also es ist fast nahtlos. Man sieht ab und zu, dass er ein bisschen nachladen muss bei einigen Türen. Aber das handelt sich wirklich nur um ein paar Sekunden. Und wie man sieht, diese Lichtquellen kommen auch ein bisschen später ab und zu mal nach. Richtig. Hier klingelt doch immer was. Was ist denn das? Rebellion. Was klingelt? Klingelt da unten was oder klingelt da oben was? Das ist schwierig zu sehen. Das kommt auf jeden Fall von hier. Aber, oh, ist meine Stimme weg. Das kommt von hier, aber was ist es hier? Da unten vielleicht? Ja. Na gut. Das werden wir schon noch rausfinden. Aber jetzt müssen wir erstmal... Wir sind auf der richtigen Etage anscheinend. Ne, nicht ganz. Einen runter. Dann gehen wir hier durch. Boom. Rebellion. Das ist, also es hört sich an, ganz in der Nähe ist, aber egal. So, also hier kann es ab und zu sein, dass es nachlädt, wenn man da jetzt rein will. Na, jetzt geht's hier gut. Aber ab und zu ist es so, das Gefühl ist denn da, ne? Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn diese paar Sekunden kann man noch warten. Beziehungsweise Bruchteil von Sekunden. Muss man ja sagen. Wieder hoch. So. Ja, meine Stimme lässt ein bisschen nach. Ich bitte dich zu entschuldigen. Ich bin gar nicht krank. So, einfach so passiert, ne? Hat man ja mal. Oh, hier. Noch was entdeckt. Hier ist nichts, okay. Ach, er ist oben in seinem Zimmer. Was ist ein Brief an hier? Professor Fig, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium sich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines neuen Schülers in Hogwarts vorzubereiten in der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich. Professor Phineas Nicholas Black, Schulleiter. Na. Rebellion. Black weg, blau, okay. Wo ist denn das? Drüben, da. Nee. Man hört immer das Klingeln und dann muss doch irgendwas hier... Aber hier ist nichts. Okay. Hier ist nicht hoch. Ah, hier können wir direkt loslegen. Professor, schön, Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach.
Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sir, zu den Kobolden in Gringotts. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon. Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Oh, das ist doch Hogwarts. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Rechnen wir auf? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Okay. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Mach das mal. Wir gucken mal hier drin. Reden. Das ist zumindest die Kiste. Wappenlangmantel. Okay, Wappenlangmantel, den können wir sich mal reinziehen. Ausrüstung? Der hat auf jeden Fall ein bisschen besser ist da. Und da kann man noch irgendwas reinpacken später, wie man sieht. Da freue ich mich schon drauf, wenn die so aufpowern kann. So, weiter geht's. Raus da! Gut. Melde dich bei Professor Hickett. Gut, dann laufen wir noch hinterher. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie unten. Jetzt gehen wir nach unten, ne? So. So. Das ist aber auch alles ein bisschen verworren, aber ich gucke. Das Problem ist, ich verlaufe mich nicht. Ich kann einfach auf die Karte gucken, den Punkten folgen. Ich versuche immer so, ich gucke eigentlich nie unten auf diese Menükarte und dann laufe immer einfach drauf los. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Man kann natürlich einfach der Karte folgen. Dann weiß man auch genau, wo man hin soll. Aber ich habe es dann so, dass ich denke, oh. Aber gut, da ist sie. Also, machen wir mal kurz hier. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Ja, jetzt haben wir so einen hier. Dieses große Tanzgerät, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die Gründung Kürze hängt, ist angeblich ein Trophäe. Okay, die hat sie bekommen, als sie irgendwo gegen irgendjemanden gekämpft hat. Nicht schlecht, Frau Specht. So. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Oh, okay. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Definitiv. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Eine Runde im Training
Ein Zauberkünstler mit Luca und Bradley so. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ach so, das ist bei dem Heini da. Ah, okay. Das ist natürlich lustig, denn er hat uns ja gesagt, dass wir uns da treffen sollen. Entschuldigung. Hier hoch. Die Musik, ne? Ja, hier, das meine ich. Dann lädt es ein bisschen, aber dann ist man auch schon wieder draußen. Revelio. Hier ist nichts. Sieht aber so aus, ob man da irgendwas machen kann. Und dann kann man da gar nichts machen. Aber hier doch bestimmt. Da. Wenn man das nicht dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie von einer Pies liebsten Orten verstreiche ist. Okay. Ihr Maul hat mir das Baden erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir das Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Revelio. Ja. Machen wir noch schnell mit. Karte von Argyllshire. Auf dieser Karte ist Argyllshire abgebildet, eine Region in Schottland. Okay. Halt, wir müssen hier rein. Oh, ist nicht mehr so weit. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Revelio. Hier ist nichts. Da ist er, okay. Hallöchen, Popöchen. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich bin dabei. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ich bin bereit. Ja, ich trete an. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Okay. Oh. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Durchbricht gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Livio. Okay. Ja, okay. Confringo! Oh. Livioso! Livioso! Oh. Ah, verdammt. Contrigo. Zeig, was du drauf hast. Repar. Contrigo. Expulso. Ah, das war's mit meiner Wette. Expulso. Stufo. Expulso. Contrigo. Descendo. Er ist weg. Findo. Idioto. Und sie muss auch noch weg. Problem ist, ich hatte fast gar kein Leben mehr, ne, wie man sieht. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Cool. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Ich musste erstmal wieder den Schutzzauber finden. Stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Okay. Ich hoffe, du kommst wieder. Gerne. Komm, wir wollen direkt kämpfen. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Bereit. Kannst kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an?
Ich mach's mal allein. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Bereit, oh, ich muss gegen zwei. Okay, gegen zwei. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, gegen drei. Verzeihung im Voraus. Gegen vier, gegen drei. Durchbrech violette Schilde mit Kraftzaubern. Wie dem Aufruf zur Axio. Ziel anvisieren, erlaubt es der Gegner. Okay. Oh, Mist. Habe ich Lumos gemacht? Mal einen platt machen hier. Ja. Sie ist weg, jetzt er hier. Perfekt. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Das stimmt. Ui, das war gar nicht so einfach. Aber es macht Spaß. Also die Kämpfe sind intuitiv so und machen echt Laune. Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Na, okay. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Cool, cool, cool. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. So. Schließe Nebenbeziehungsaufträge haben wir gemacht. Schließe Nebenbeziehungsaufträge haben wir gemacht. Und wir sind aufgestiegen. Eine Runde Training in Zauberkonzert mit Lucas Bradley durchführen. Okay. Es ist er hier hinten. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Ja, cool. Bist du bereit, es zu probieren? Auf jeden Fall. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay, bin ich mal gespannt. Akio! Lumos. Lumos vor allen Dingen. Das war dumm, warte mal. Nochmal. Was? Ah, okay, danach müsste ich noch ein Ding machen. Okay, warte. Ah, komm schon. Das war nicht so schwer. Gut so. Und jetzt? Okay. Sehr schön. Ah. Schließt die Zauber ohne dass die Puppe auf den Boden fällt. Das schaffen wir auch. Sehr gut gemacht. Danke. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Das ist doch gut. So, haben wir auch geschafft. Aufgabe erledigt. Also zurück hier. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Professor Hackett.
Ich laufe dahin. Ich weiß, ich könnte auch was anderes machen. Aber ich finde es mit dem Laufen ganz cool. Man will ja auch dieses Schloss sehen, ne? Später werden wir wahrscheinlich oft den Zauberreiselinks benutzen. Aber jetzt im Moment, finde ich, geht's auch so. So. Die Musik, ey, das ist echt witzig. So, hier ist sie. Da steht sie schon und wartet auf uns. Moin. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Natürlich sind sie das. Konzentration. Und okay. Halten Sie den Zauberstab ruhig. So, Incendio gelernt. Neuen Zauber freigeschaltet. Geheimnis verbotener Abteilung. Du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst ein Zauberstab Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn mit einem anderen Zauberspruch austauschen. Okay, machen wir. Gut gemacht. Um einen Zauber zu benutzen, musst du ihn zuerst auf einen Zauberstab. Wege den Cursor, auf den du dich ausrüsten, den hier? Ich würde sagen, ich mache den auf Lumos. Erstmal. Können wir immer wieder reinpacken. Oh, gesammelte Herausforderungen. Okay, jetzt müssen wir mal machen. Gut, dann lass mal kurz gucken, was uns hier zur Verfügung stellt. Irgendwas. Ausrüstung? Da ist irgendwas. Was ist das denn? Naturkugel Violett. Ich lasse eine Lila drauf. Noch irgendwas hier? Natürlich ist hier noch was. Ja. Alle abgegrast hier. Aber dann lass noch mal gucken, was wir bei den Herausforderungen noch neu bekommen haben. Abgeschlossen. Okay, holen wir mal. Okay, noch nichts. Okay. Hier auch. Die haben wir, die haben wir. Haben wir auch. Oh, warte, können wir einholen. Ja, okay, ein paar Sachen haben wir ja schon gefunden. Aufträge? Klar, aber da war was Neues. Okay. Gut. Incendio ist ein schwerer Schadenzauber, der zerstörerische Flammen auf kurze Distanz. Okay, dann was probieren. Incendio! Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Incendio. Die Mauern zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Auf jeden Fall. Incendio. Okay, ist schon ziemlich cool. Jetzt gehen wir mal zu Professor Fig zurück. Oder Fig zurück. Mein Controller. Witzigerweise vibriert die ganze Zeit, während ich im Spiel bin. Wenn ich ins Menü gehe, dann nicht. Aber im Spiel macht das die ganze Zeit. Ist doch komisch. So,
Mal hoch. Oh, was war das denn? Oh, schon wieder. Was hat das mit den Katzen auf sich? Irgendwas hat das mit den Katzen auf sich. Hab noch nicht rausgefunden, was, aber irgendwas ist doch nicht ganz koscher mit den Kätzchen. Miau. Da ist noch eine. Oh, guck. Wie viele Katzen gibt's denn hier? Na, kommt da noch eine Aufgabe? Streiche so viele Katzen, wie du kannst. Man weiß es nicht. So. Huch. Revelio. Wer ist er denn hier? Er sieht ja aus wie ein... Okay, kann man nichts machen. Eigentlich müssen die bestimmt darauf reagieren und sagen, oh, hör auf mich zu bombardieren oder so. Das machen die nicht. Oh, dann warten wir mal kurz. Ah, da sind sie ja. Ja, endlich. Revelio. So. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Auf jeden Fall. Fick! Es gibt Arbeit. Oh, na, doch nicht. Professor Black, ich habe Sprechstunde. Lass uns warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Ist ein Spinner. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Okay. Revelio. Gut, dann können wir ein paar Nebenquests machen wahrscheinlich. Sprich mit Sebastian. Okay. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ah, okay. Was haben Sie jetzt vor? Oh, vielleicht können wir da auch jetzt mal hineiern. Weil das ist der Weg, der Sebastian. Unten im... Okay. Laufen wir da hin. So. Hä? Da ist er. Achso, da steht er. Deswegen. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Verstanden.
Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Danke, Sebastian. Okay. Bis später dann. Okay, triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Da. Runtergehen. Okay, los geht's. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Okay. Okay, muss ich doch erstmal hinsetzen bei uns. Rebellion. Gib uns auf. Wo ist denn das? Ist der? Desillusionierung? Ja, genau. Den und den dahinter. So. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Krass. Nahe Gegner spüren und untersuchen verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autorisation gefangen wirst, hast du diesen Auftrag versagt. Okay. Hier drüben längs. Ich tue so, als ob ich sie nicht sehe. Okay, wir schleichen uns mal runter hier. Okay, schleichen in die Bibliothek, aber das ist ja der einzige Weg da, ne? Du bist durch die Tür, da? Na, okay, da sind die anderen. Warte mal. Kann man die irgendwie ablenken mit irgendwas? Wir testen mal, ob wir hinten einfach reingehen können. Anscheinend geht das. Mist! Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Okay. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Okay. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Okay. Ich frage, was er macht, ne? Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Sie geht natürlich diesen Weg, war klar. Der Schlüssel, hier ist er. Oh.
Also geht da längs, okay. Und wenn sie nicht da ist, schnappen wir noch diesen Kram, was hier drin ist. Was immer das ist. Ah, guck mal, da ist der Sebastian. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Geh mal runter. Ein Fake-Buch liegt einfach mal rum. Nutze den Basiszauber, wenn du dich versteckst, um Autorisierungen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Ah, okay. Geist, sei vorsichtig. Wo ist denn der Geist? Ich sehe ihn gar nicht. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Okay. Er hat schon coole Zauber dabei. Was suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Oh. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Ja, ich weiß es ja noch gar nicht, also. Revelio. Warum kann ich hier dann nicht laufen? Das klingt ein bisschen nervig. So kurz darüber, da ist irgendwas, was wir nicht entdeckt haben. Mal da. Rebellion. Am besten meidet man diese Bücher, sofern dies möglich ist. Das nervt gerade komplett mit dem Controller, dass der durchgehend, der vibriert gerade durchgehend. Nur wenn ich ins Menü gehe, hört er auf. Warum auch immer. Das ist doch echt nervig. Naja, gucken wir mal. Naja, du blöde Kiste. Guck mal, was wir hier noch in der Bibliothek finden. Ich kann auch nicht laufen, das nervt am meisten hier, ey. Mal, jetzt kann ich wieder laufen, okay. Rebellion. Okay, das ist kein Problem. Ich hab die hier. Oh Mist. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Okay. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Okay, ich brauche mal den Reparo-Zauber. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Komme ich da wahrscheinlich nicht weiter. Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung... Ja, ich auch. Was war der? So, hier. Den müssen wir dann irgendwie da hinpacken. Und zwar... Oh,
Das ist auch ein bisschen blöd gelöst, ne? Hätte man auch ein bisschen anders machen können. Ach, na egal. Gut, machen wir das erstmal dahin. Repar. Protego. Rebellion. Oh, es geht runter in den Keller. Oh, es geht echt in so ein Gewölbe runter. Das ist ja cool. Hm. Mal schauen, was es hier noch so gibt. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war es. Schon wieder so ein Tunnel. Hier darf man wahrscheinlich auch nicht so runterfallen. Das wäre auch ein bisschen ärgerlich. Geflickter Hexenhut. Der Hexerhut. Lass uns mal ganz kurz anschauen, was wir an Ausrüstung draufballern können. Denn wir haben ja erstmal diesen Schal bekommen, der uns ein bisschen was Neues gibt. Was ist das? Oh, da brauche ich Level 9, um den zu nutzen. Okay, ist auch levelabhängig. Ja, macht ja Sinn bei irgendwas, ne? Aber was ist denn hier mit dem Hut? Ist der auch auf einem bestimmten Level? Nee. Verdammt, plus 20? Bam! Scheißegal, wie der aussieht. Aber ich kann den noch nicht ändern vom optischen her. Den nehmen wir mit. Sieht zwar ein bisschen dumm aus jetzt, die Kombi gerade, aber wir finden bestimmt schon eine coole Rüstung, die zueinander gut aussieht. Bin ziemlich sicher. Wo führt sie wohl hin? Das Ethenäum? Okay. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Probieren wir mal. Ah, guck mal. Ein bisschen Tomb Raider-Charakter, wo man mit den Pfeilen gegenschießen muss. Das war ja klar. Das sind Wachen. Okay. Ich hab aber auch ein bisschen Power, muss ich sagen. Ah, da ist er nicht, okay. Die Wachen habe ich natürlich nicht gesehen. Deine Beherrschung und Altmagie nimmt zu, wenn du Erfolge angreifst oder Schaden nimmst. Erfolge kommst aus 10 und mehr Treffen. Ja, okay. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magie in seiner voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magier entfesseln. Okay. Die habe ich gerade eben genutzt. Ja. Mehr ist auch nicht drin, okay. Ah, okay. Nicht schlecht. Das schockt, das Erkunden schockt ja wirklich. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Das ist wirklich nicht schlecht. Was? Oh. Okay, das wusste ich nicht, dass das wieder runtergeht. Das war natürlich echt Glück. Schau mal die Grafik an. Rebellion. Cool, dass hier drin aussieht, oder? Ich meine. Hier scheint es weiterzugehen. Aber wohin? Hm. Gucken wir mal nach. Pass mal auf. Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Ah, sollte man wohl. Weiter Schal mit Schlossmuster in Purpurrot. Gucken wir noch kurz an, die Ausrüstung. Alles anziehen, was uns besser und stärker machen lässt, oder? Macht ja Sinn erstmal. Okay. Hier sind einige an Wachen. Kriege ich auch hin. Ja.
Protego! Oh, da kann man noch runtergeflogen, okay. Nicht schlecht. Cooler Kampf. Es ist also doch ein Buch. Aber was für ein Buch ist denn das? Sieht schon ein bisschen böse aus. Ab ins Denkarium. Okay. Die helfen den Menschen also, was ja ziemlich cool ist. Eine schöne grüne Oase. Wer ist sie? Ist das Weasley? Als jung? Nee, ne? Oder? Das ist sie, ja. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Oh, Morganach, Professor okay. Professor Rackham. Miss Isidora Morganach. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganach.
Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Oh, man kann nicht einschätzen, wie sie ist, aber da ist ja schon mal der Rockwood, der jetzt ja böse ist. Schräg. Schräg, 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 schräg. Sebastian. Oh-oh. In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Peeves, der Spast. Aber ich konnte ihm vertrauen, er hat mir geholfen. Okay. Warte. Hä? Achso. Lumos. Nein, nicht Lumos. Ach scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den haben, so. Lass mich rausschleichen. Oh, das ist Sebastian, vielleicht muss ich auch erstmal mit ihm reden. Interessiert ihn gar nicht. Hier ist auch kein Vertrauen. Rebellion. Hier war auf jeden Fall so ein Ding, glaube ich. Ja. Springen wir in die Haupthalle. So. Das Gute daran ist, jetzt können wir eigentlich mal hier reingehen. In die Ausrüstung nochmal. Jetzt sind wir Level 9. Und jetzt können wir doch dieses Ding benutzen, was ich da hatte. Was war denn das? Was hier? Nee. Hier? Nee, was war das gerade? Was wir gesehen haben, was so stark war, was wir nicht nutzen konnten. Nee, was war denn? Der Schal? Ja, genau, der Schal war das. Und das ist noch ein bisschen besser. So. Gut. Kehre zu Professor Fig zurück. Das machen wir. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.